Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um eine Sache, die mich mittlerweile einfach nur noch mad verwirrt. Und zwar diese gesamte Sache mit Sternzeichen, dies Sternzeichen, das. Oh mein Gott, ne? Wir kennen alle Horoskope aus irgendwie Fernsehen und so, ne? Fernsehen, Radio. Man kriegt immer irgendwie mit so, oh ja, Horoskopvorsagen für den Tag, ne? Das ist ja alles irgendwo nur ganz harmlos. Aber es gibt wirklich Leute, die unironisch im Jahre 2001 oder fucking 20 immer noch glauben, oh mein Gott, ich bin, keine Ahnung, Stier, ich hab dadurch irgendwie diese, jede fucking nochmal Charaktereigenschaft, oh mein Gott, das mache ich nur, weil ich dieses und jenes habe, ne? Ich bin Zwilling, oh mein Gott, ich kann, das erklärt all meine fucking Verhaltensmuster, so. Ich komme nicht dahinter. Wieso gibt's wirklich Leute, die irgendwie denken, oh ja, yeah, diese fucking Sterne, die einfach irgendwie Millionen von Lichtjahren von mir entfernt sind, sind irgendwie jetzt auf einmal so der Grund, warum ich mich fucking nochmal irgendwie die ganze Zeit mit meinem Freund zerstreite oder so ein Scheiß, ne? Wie kommt man darauf, oh ja, da diese fucking Sterne, ne, die fucking Sterne sind irgendwie daran schuld. Ich komme da nicht hinter so. Es ist einfach wirklich so absolut für mich, in meinen Augen zumindest, einfach nur zurückgeblieben zu denken, dass irgendwie fucking nochmal Steine, fucking nochmal Weltall irgendwie deine scheißerfickte Zukunft bestimmen. Das ist so. Ich komme dahinter nicht, was die fucking Logik davon ist. Es ist halt einfach nur fucking nochmal dumm, vor allem wenn irgendwie wirklich Leute ihren Beziehungsstress oder so eine Scheiße oder ihr Unglück oder so ein Mist oder Elend oder irgendwie finanziellen Misserfolg einfach auf die fucking Sterne schieben und sagen, oh, hätte ich darauf mal aufs Horoskop gehört oder so. Und sorry, falls das gerade geklang hat. Mein Popschutz bringt sich um. Na, aber ich komme nicht dahinter so. Es ist einfach nur fucking nochmal hängen geblieben, was da Leute wirklich irgendwie sagen, dass die Sterne oder so ein Scheiß irgendwie deine fucking Essensverhalten oder so irgendwie fucking nochmal steuern oder so ein Dreck. Es ist einfach nur dumm und ich komme nicht dahinter. Aber es gibt ja anscheinend wirklich Leute, die denken, dass ein fucking Stein im Weltall dein fucking Leben verändern kann oder so ein Mist. So als ob es irgendeinen Mist gibt. Vor allem das Schöne daran ist ja noch irgendwie, wenn man sich so Horoskop-Shows und so einen Mist anschaut, so zum Teil widersprechen sie die sich einfach gegenseitig so. Es gibt keinerlei Logik dahinter. Es ist einfach nur irgendwelche Griechen, die sich damals die Scheiße angeschaut haben und dachten, yeah. Ja, ich identifiziere mich mit diesem verfickten Stern. Voll nice. Ich komme da einfach nicht hinter. So, wer weiß, vielleicht glaubt ihr dran. Wenn ja, erklärt's mir. So, keine Ahnung, schreibt mir auf Twitter, was auch immer. Überhaupt nicht irgendwie subtle den fucking Twitter-Account geplagt, ne? Folgt mir auf Twitter, ihr Hurensöhne. Aber ja, das ist eigentlich schon das gesamte Video. Ich komme einfach nicht dahinter. Es ist für mich einfach so eine seltsame Situation. Und es ist so absolut geistig fucking nochmal behindert, dass man irgendwie denkt, Steine sind jetzt irgendwie fucking mal die Zukunftsvorhersage des Jahrtausends. Nein, denkt dran, bleibt toxisch, der abonniert mich, das leckt mich. Endet mir diese verfickte Gocke und jetzt runter von meinem Rasen, ihr Hurensöhne. Ja.